Mein Name ist Nico Altweg. Ich bin Business IT Alignment Manager und Informatik-Projektleiter. Mein Name ist Stefan Kunz. Ich bin CTIO, Mitglied der Geschäftsleitung der Spital Thurgau und der Thurmed-Gruppe. Der Entscheid zu der Tiefenintegration rührt eigentlich daher, dass man sich überlegen muss, was die Alternative ist. Die Alternative ist die Portallösung. Die Portallösung ist eigentlich für ein Spital oder aus meiner Sicht für alle Gesundheitsdienstleister keine Lösung. Weil es ist ein manueller Prozess. Man muss erst alle Patienten eigentlich fragen, haben sie ein EPD, haben sie kein EPD. Dann muss man Dokumente manuell auf- und abladen. Und das ist eigentlich kein Prozess, den man will und auch den man nicht kann umsetzen in einem Spital. Ja, und schlussendlich haben wir das Projekt, die Tiefenintegration, angepackt, wie jedes andere Projekt von uns auch. Es ist ein IT-Projekt am Anfang, das erste Mal. Man hat ein Projektteam gegründet aus 3-4 Fachexperten und hat es angefangen, aus technischer Sicht zu entwickeln. Dann im Laufe des Jahres, wo wir ca. gebraucht haben für die Vollintegration, hat man noch Personen aus anderen Fachbereichen dazugenommen, aus der Patientenstation, aus dem Sekretariat. Ja, hat es so angefangen, auch im Betrieb rauszutreten. Ja, was würden wir anders machen? Wir waren relativ früh dran mit dieser Integration. Also es hat noch nicht allzu viele andere Spitäler gegeben. Manchmal lohnt es sich tatsächlich ein bisschen länger zu warten, weil dann kann man auch von anderen profitieren. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, wir haben es gut gemacht. Wir sind die Sache professionell angegangen, es hat soweit alles gut funktioniert. Also es ist, am Schluss ist es gleich auch ein grösseres Organisationsprojekt und das darf man einfach nicht unterschätzen. Ja, natürlich ist es wichtig, dass wir auch unsere Patientinnen und Patienten informieren über das EPD. Wir haben einerseits, als wir gestartet haben, einen Zeitungsartikel publiziert. Wir sind zusammen mit einer Apotheke im Thurgau auch dann für die Frühen gewesen, wo eine betreute EPD-Eröffnung bei uns in den Kantonsspitälern beim Empfang können machen lassen. Später, das kann ich vielleicht noch ergänzen, sind wir dann auch froh gewesen, dass das auch rein digital möglich geworden ist, dass die rasche technologische Entwicklung, die in den letzten 12 bis 18 Monaten stattgefunden hat, dass das nicht mehr nötig war, aber das Angebot haben wir aufrechterhalten, von denen das wünschen. Ergänzend schicken wir alle unseren Patienten, die im Spital kommen, einen Flyer mit, wo sie informiert werden, über das EPD, über den Nutzen und über die Funktionsweise und Möglichkeiten des EPD des Spital Thurgau. Und selbstverständlich auf unserer Homepage sind die Informationen alle verfügbar. Ich persönlich bin sehr überzeugt, dass EPD für das ganze Gesundheitsökosystem einen Mehrwert bringt. Wegen der Datenverfügbarkeit und Datentransport. Uns als Spital bringt es keinen unmittelbaren Nutzen. Darum braucht es schon einen gewissen Effort, um das zu machen, weil wir das Gesamtsystem unterstützen und nicht primär unsere Abläufe. Die Patienten, die bei uns sind, sind in KISS gut dokumentiert. Es ist primär für den Austausch mit anderen Leistungserbringern und Patienten, die halt zwischen verschiedenen Leistungserbringern wechseln. Da bin ich überzeugt, dass der Nutzen da ist. Aber der wird natürlich erst mittelfristig eintreten, wenn möglichst alle mitmachen. Wir sind gerade zurzeit in einem Strategieprozess für die ganze Spital Thurgau und da ist integrierte Versorgung und digitale Transformation sind Schwerpunkte und da setzen wir uns ein Ziel, die sind wir dran am Formulieren und am Konkretisieren und da, wie gesagt, ist das EPD ein Puzzlesteil. Der digitale Datenaustausch, digitale E-Health-Öko-Plattformen sind ganz wichtige Elemente von dieser Strategie.